das Jubiläumsspiel, denn genau am 2.7.66 hat er sein allererstes Spiel gemacht, damals für den VfL Spardorf gegen die Spielvereinigung Erlangen. Heute 50 Jahre später, am 2.7.16, hier beim Koba Commerzbank Cup Turnier das Jubiläumsspiel, und zwar gegen Carsten Krause, hier im Bild mit blinde-rotes T-Shirt. Aus Knetzgau gegen Reinhard Steinbecher, CPRM unter Asbach. Das Ganze in Frenzdorf bei Bamberg. Runde 6 im Turnier 1, Koba Commerzbank Cup. Thank you.
Wissen Sie,
Gratuliere mal die Mütze. Mal meine Luft. Wie läuft das jetzt zurück? Not gewonnen! Verdient. Ach, toll. Nein, das ist es dann.
Das kann er halt. Das ist nicht mehr.